Oh Mann. Ah, na. Okay, 101. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist Schmerz. Ah, oh nein. Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Oh fuck. So ein langer Kampf und am Ende verliere ich den. Aber es ist ja nicht weit weg vom Leuchtfeuer. Von daher ist das ja in Ordnung. Oh, fuck, ey. Ich habe mich aber eigentlich ganz gut geschlagen für den, für 80% des Kampfes. Okay, wo sind meine Seelen? Meine Seelen sind hier auf dem Baum. Vielleicht erstmal nur einlocken. Ja, so ist doch schön. Wenn nur einer kommt. Oh, ich hasse es, dass man manchmal die Backs nicht verkackt. Haha, sehr schön. Wow, das erste Mal jemand mit einer Special gekillt. Verbannten Großschwert, das klingt noch nach einer Strength-Waffe. Kann ich nicht tragen. 24 Stärke brauche ich. Alter, die will ich haben. Die will ich benutzen. Kehr um. Riesenkeule. Ah, da hinten ist noch was. Warum bin ich hier so langsam? Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ich bin verflucht von irgendwas. Hat er mich getroffen mit seinen komischen Attacken? Oh. Oh nein. Oh ja, ich stelle noch mehr. Tut mir leid. Ja, aber wir haben eine coole Waffe gefunden. Ich weiß ja nicht, wie lange du jetzt schon zuguckst. Was ist hier unten? Ah, das ist mal wieder geil. So eine Mauer. So eine große Mauer und diese. Oh, diese Brücke. Oh, da muss ich auch wieder stören. Lass mich raten, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Ah, nee, einfach gar nichts, okay. Aber ich sehe Items. Was haben wir denn eben für Gegenstände bekommen? Leuchtfeuer, ich wusste es. I knew it. Schatz voraus. Ach nee, es geht weiter mit diesem blöden Sumpfgebiet. Hi Shorty. Na, was geht ab? Wie war dein Tag? Wie war die Schule? Wir gehen jetzt mal wieder zur Basis zurück, um uns ein bisschen zu leveln und um meinen Flakon zu benutzen, damit ich noch einen Flakon mehr habe. Wie geht's? Mir geht's super. Bisschen müde. Aber sonst geht's mir wundervoll. Was kann, was ist der denn? Was ist denn? I am Cirrus of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear. I doubt we've much to gain from blessing of the moon upon.
Okay, die ist einfach nur hier. Okay, die kann mich natürlich aufsteigen lassen. Und wir versuchen mal auf unsere Strength-Waffe, ja, die wir gefunden haben, zu gehen. Lebt wohl, Ashuna. An der kann unsere Flakons aufwerten. Ja, jetzt habe ich 6. Oder? Hä? Jetzt habe ich immer noch 5. Ich habe dir doch meine Dings gegeben. Ah, okay, okay. Das ist ein Anzeigefehler oder wie? Ah, das ist, weil ich noch nicht im Leuchtfeuer war, deswegen. Okay. Nix bei dir gestorben. Bei dir geht schon. Was? Nix bei dir geht schon. Hä? Was? Ich habe gestern den ersten Boss in Dark Souls 3 gekillt mit 13 bis 20 FPS. Oh. Aber weiter kannst du nicht spielen, oder wie? Kommt heute noch COC? Nein, leider nicht. Wir sind gerade, glaube ich, gar nicht im Klankrieg, oder? Nee, wir planen diese Klankriege immer vor. Deswegen gibt es heute keinen Clash of Clans. Aber nächste Woche bestimmt wieder. Also nächste Woche ganz bestimmt. So, jetzt haben wir 6 Estus-Flakons. Was uns ein bisschen mehr hilft. Okay, was sind das für Dinge? Alter, das sind ja mega eklig. Mega eklige Riesenschnecken. Und hier im Sumpf werde ich vergiftet, ich merke schon. Oh, ist das eklig. Leck mich am Arsch. Ja, ich weiß, ich bin eine Magier-Pussy-Worker. Muss du mir nicht sagen. Zerfledderte Stoffmaske. Ach, es ist wieder. Es ist halt wieder so 1 zu 1 so ein Dark Souls-Gebiet. Ich weiß noch, ich glaube, untere Kanäle oder so war es in Dark Souls 1. Wo man auch durch diese Sumpfgebiete gehen musste. Die haben halt wirklich auch die Fans gehört und haben wirklich gesagt, okay, wir wollen Dark Souls 1 ein Remake auf der PS4 machen. Oh nein. Aber ich bin natürlich greedy, ich will alle Gegenstände, die hier sind. Ich habe keine Lust, irgendwas zu verpassen. Oh Mann, das ist scheiße. Was ist scheiße? Was ist scheiße, lieber Shorty? Was hast du denn immer noch? Prismastein, was ist das denn? Okay, hier muss ich halt warten, bis mein Gift ein bisschen weniger geworden ist. Ich kann eiskalt meine Gedanken lesen, GG, ja. Aber man merkt es halt. Noch eine kleine Titanin-Scherbe. Da hinten ist noch was, da will ich auch hin. Jungs, das gebe ich mir jetzt. Ich gebe mir jetzt dieses kleine. Na, ich bin so langsam hier. Och, ich bin vergiftet. Na, klasse. Woher kann ich denn wissen, dass es man hier so langsam ist auf einmal? Beeil dich. Das schaffst du. Hey, ist ja gar nicht so schlimm, die Vergiftung. Die waren Dark Souls 1 und 2 schlimmer. Ach, lila Moosklumpen, danke. Also, lass nämlich jetzt diesen ganzen Weg hier gehen, damit ich mich eigentlich vergiften kann und wieder entgiften kann. Was machst du heute noch so? Ich spiele heute Dark Souls, dann gehe ich auch schon wieder schlafen. Und du? Was hast du heute noch so vor? Alter, ja, Mann, Großschwert. Toll, jetzt haben wir 2 Strength-Waffen, die ich gerne tragen würde. Das kann man doch bestimmt kaputt machen, oder? Schade. Aber es sieht so aus, weil es so wackelig ist. Okay, lauf mal hier hinten hin. Okay, hier bin ich wieder ein bisschen schneller. Das ist ein Gegner, ne? Okay. Ja, klar. Ja, klar. The fuck.
Oh, die will mich halt schon wieder greifen. Alter, einmal reicht doch. Die greifen halt ohne Pause an! Scheiße! Oh, fuck. Du bist gestorben, danke. 46 Tote. Schau dir, du hast meine Frage nicht beantwortet. Was findest du scheiße? Ach, hier ist noch ein Item. Die Frage ist, lohnt es sich wieder dahin zu latschen? Durch dieses eklige Gebiet. Ja, und hier werde ich halt. Ja, ich werde dich halt 100% vergiftet. Da kann ich nichts machen. Eisenfleisch, das ist eine Pyromantie. Das macht dir eine wunderschöne Frisur. Och nee, diese Glubsch-Augendinger hier. Das finde ich auch cool eigentlich, dass die Gegner von Dark Souls 2 übernehmen. Ja, die sind auch total eklig mit ihren Augen. Vor allem, dass sie dann im Tod noch hier noch rumliegen und ihre Augen noch geöffnet haben. Aber die versteinigen mich ja mit dem Puder. Das ist ja richtig schlimm, wenn man so langsam ist. Ah, hier muss man ja rollen. Vor allem, ich wälze mich hier die ganze Zeit durch dieses eklige Teil hier. Nein, nicht versteinigen. Hier durch? Ja, ich kann. Nee, kann ich doch nicht, oder doch? Hallo, lass mich durch. Lass mich durch. Klasse. Hey, hey, gute Gigs. Die Basilisken gab es denn da auch. Was sind Basilisken? Achso, die Glubschauen-Dinger. Das weiß ich nicht. Ich hätte das erste Mal in Dark Souls 2 gesehen. Gibt das hier auch mal ein Ende? Dieses blöde Sumpf. Ich weiß schon mal, was nicht mein Lieblingsteil sein wird. Es gibt halt immer so Bereiche, die sind halt mein. Die gehören halt zu meinen Lieblingsteilen, aber das ist hier sicher definitiv nicht. Aber ich will wieder was Gigantisches wie Anno Londo. Das würde mein Herz glücklich machen. Ach, endlich. Aber das Gift ist hier ja nicht besonders stark, ne? Ich meine, jetzt verliere ich ja kaum Leben. Ich roll einfach mal durch jede Wand, wo ich jetzt weiß, dass man ja durch Wände rollen kann. Wow. Wow. Eklig, hoch 10. Untoten Knochensplitter. Ich glaube, die kann ich verbrennen, oder? Die untoten Knochensplitter. Damit mein Flakon endlich mal ein bisschen stärker wird. Ich wette, ich habe schon 30 von denen verpasst, von diesen Knochensplittern. Was ist das denn? Ist das der King of... Ah, wieder vergiftet. Danke. Der sieht geil aus. So finde ich das genauso toll wie in Dark Souls 1. Ja, es macht richtig Spaß hier. Es ist halt noch größer als in Dark Souls 1. Ja, Helm eines namenlosen Ritters. Sieht doch noch cooler aus. Mögen die Flammen dich leiten. Gibt's ja kein Gelobt sei die Sonne?
Na, wie ist das jetzt? Ah, sieht doch schon viel besser aus, oder? Guck mal, ich bin sogar nicht mal so langsam. Mit der Rüstung. Das ähnelt ja schon meiner Elite-Rüstung, finde ich. Ja, okay, ich verstehe. Du bist ein bisschen stark. Hi, Alaneo, was geht? Ich bin gerade gestorben. Zum 47. Mal schon. Wie geht's dir? Heute Morgen ist mein Stream abgestürzt. So schlimm. Ich war 7-0 Ezreal. Dann waren wir gerade im Teamfight, dann stürzt mein Internet ab. Und ich glaube, da hat mein Team surrendered. Und ich trinke hier eine leere Wasserflasche aus. Ich will mich auch mal ein bisschen nach hinten lehnen. Hey, tot. Ich muss halt einen Weg finden, damit ich nicht so viel durch diese langsamen Gebiete da laufe, sondern durch diese etwas schnelleren, die hier. Die will ich nur ein bisschen vergiften. Okay, vergiftet werde ich jetzt sowieso. Ja, wo ich das gerade gesagt habe, ich. Oh Gott. Regt mich auch richtig auf hier, dieses Gebiet. Leck mich am Arsch. Und wie ist das Spiel? So gut wie du dachtest? Es ist mega geil. Okay, aber ich bin noch ein Fanboy. Die könnten mir eine Arschbacke zeigen und ich finde das geil. Wo drauf steht Dark Souls. Aber dieses Gebiet hier ist mega kacke. Ich könnte kotzen, wirklich. Aber es gibt ja in jedem Spiel ein Gebiet, das scheiße ist. In so Jump'n'Runs ist es immer das Eisgebiet oder das Unterwassergebiet. Da kriegt man auch immer was Kotzen. Okay, da hinten sind noch Items. Ah, es ist auch so fucking groß hier, ne? Das Gute ist, ich krieg hier so viele Glitch-Scherben. Was ist da denn los? Nein, bitte. Nicht schon wieder. Hahaha. Nigga. Ist der gerade gestorben, nur weil er durch so Feuer gelaufen ist? Ist das ein Grashüpfer? War wohl nix. Der wollte nicht umarmen. Aber I refuse. Ich habe ihn gefriendzoned, Jungs. In LOL gibt's kein Hassgebiet. Doch, Baron Pit. Leuchtfeuer voraus. Wie viele Leuchtfeuer wollen die mir eigentlich hinlegen? Das ist ja krank. Ich habe bestimmt richtig viel verpasst in diesem Scheißgebiet. Oh. Was ist das? Ich sehe schon, wir müssen drei von diesen Feuerdingern anmachen. Um halt in dieses Schloss da zu kommen, ne? Das ist, glaube ich, die Kathedrale, die sie meinte. Oh, mega Sequenz, Digga, richtig geil. Das war ja echt so wie Michael Bay-Stil. Nichts voraus, Gegenstand. Was denn sonst? Guter Gefährte? Meint sie den Baum? Aber das Zeichen hatte recht.
Guten Abend, hey Mandy-san. Na? Wie geht's dir? Ich hoffe, deine Kinder gucken nicht zu, weil das ist halt wieder das Spiel ab 16. Aber wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich bin sehr müde. Oh je. Drei auf einmal, ist klar. Ach, wieder hier diese große Reichweite. Da ist ein Leuchtfeuer auf jeden Fall. Kann man sich geben. Nein, die spielen PlayStation. Haben die auch eine PlayStation 4 oder wie? Und wie alt sind die Kinder, wenn ich fragen darf? Was ist das denn? Nicht schlecht. Müde. Wie wär's mit ein bisschen Schlaf? Ja, ich wollte auch heute früher schlafen gehen. Deswegen, ich spiele heute nicht so lange, dann gehe ich schlafen. Ich kriege auch langsam schon Kopfschmerzen. Aber hier kann ich mich mal ein bisschen aufheilen. Zocken FIFA 16. Ja, die FIFA 16 spiele ich auch gerne. Oder habe ich gern gespielt. 8 und knapp 11. Ah, süß. Ach, hier ist dieses Tor, wo ich diese drei Flammen aufmachen soll. Okay, ich verstehe. Also das heißt, wir haben hier das große Tor. Eine Flamme haben wir eben gerade zum brennen lassen. Jetzt fehlen nur noch zwei. Ich halte es nicht aus. Hurra, für geschafft. Okay, jetzt ist halt unsere Aufgabe, das zu finden. Hier ist der, wo ich eben war, wo ich eben gestorben bin. Hier sind die ganzen Nacktschnecken, die total eklig sind. Hier ist eine große Leiter. Kann ich da auch mal versuchen. Jedenfalls sind wir gerade in einem Gebiet, das mega blöd ist. Uah. Jetzt ist es wieder ein bisschen schöner. Hier ist es, man merkt auch, wie dunkel es hier ist und düster. Und da ist halt die Sonne auf. Oh, schön. Schön ein bisschen Licht. Das tut gut. Das tut gut. Bleiben wir ein bisschen hier, oder? So. Ein bisschen die Aussicht genießen. Und weiter hoch. Gleich ist hier das zweite Feuer. Who knows? Hier ist jedenfalls dieses Monster, das mir schöne Gegenstände bringt. Ja, geschafft. Funkeltitanit. Funkeltitanit wird benutzt, um besondere Waffen hochzuleveln. Achso. CK startet gleich. Aber ich wünsche euch viel Glück. Wirklich. Ich bin ja jetzt schon lange nicht dabei gewesen, aber es schafft ihr schon. Noch ein Leuchtfeuer. Die spammen mich ja voll mit Leuchtfeuern. Ich frage mich halt, ob das jetzt andere Gebiete sind. Ne, sind es nicht. Gehen alles zum Pfad der Opferung. Okay, ich gehe mal wieder zur Basis zurück, um ein paar Sachen zu machen, zu organisieren. Und ich hole mir kurz ein Wasser.
will ich ein bisschen Brille putzen, damit ich auch das Spiel genießen kann. So, okay. Setzen wir uns gerade hin, weil wenn ich ein bisschen liege, dann ist es verlangt, groß einzuschlafen. Also gucken wir jetzt mal die Beschreibung von diesem Knochensplitter durch, die wir gefunden haben eben. Und zwar war es das hier? Nee. Es war... Hier, Untoten Knochensplitter, verbrennen in Schreinleutfeuer. Ja, gut. Das ist gut, weil dann habe ich erst das Flakon plus 1. Das heißt, die heilen halt mehr. Ich glaube, ich habe bestimmt welche verpasst. Und noch eine Scheibe habe ich noch gefunden. Alles klar. Wir könnten auch... Können wir die Waffe hier schon benutzen? Das Großschwert kann man mit 28 Stärke benutzen. Und das Großkrummschwert ist das. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Wie sieht das hier aus? Schlachtermesser, 24 Stärke, 0 Geschicklichkeit. Ah, das kann ich so benutzen. Aber man ist halt mega langsam damit, ne? Ja. Ja, ich bleib erstmal bei meinem kleinen Schwert da. Meinem Breitschwert. Alter Wolf von Pharaon, hier waren wir eben. Oha, das ist ein Schlachtermesser. Ja, ist das gut oder wie? Ich muss halt ein bisschen Stärke holen, damit ich die Schwerter auch einhändig heben kann. Weil so wie ich jetzt spiele, brauche ich halt mein Schild. Hey, man sieht was von meinem Gesicht. Und hier ist ein Hebel. Ah, weil ich einen Fahrstuhl mit mir hochfahren können. Ja. Ach, das ist ein Wolf. Was ist das für ein Eid? Pharaons Wachhunde. Und das ist ja klar, dass Wolfsbrut kriegt da gerade. Ach so, man sammelt diese Klingen und man muss diese Dinger töten und dann kann man den Eid leveln. Das ist interessant. Ich habe ja sogar schon eins. Aber das Gute ist, ich habe ja schon 7 Estos Flakons. Aber halt nur plus 1. Oh, ist das schön. Die Mauer sieht hier von hier so klein aus. Gelobt hat die Sonne? Oh nein. Hurra für tolle Aussicht. Oh, okay. Wollen wir ein bisschen schlafen? Ich schlaf ein bisschen. Okay. Genug geschlafen. Ich sehe das schon. Der ist doch von Dark Souls 1, oder? Ich meine, der sieht halt genauso aus. Und man kann bestimmt...
Bei Dark Souls 1 konnte man da doch hochklettern und ihn halt von, mit so einem Sprungangriff machen. Horker! Horker, guck zu! Das ist doch, der ist doch auch von Dark Souls 1, oder? Los, Horker, enttäusch mich nicht und sei dabei. Und sag mir, dass ich recht habe. Wow. Och nee, oder? Ist klar. Werf weg. Das war ein komisches Lachen, ich weiß. Das war mir.